Und die Vorstellung beginnt. Hi, hier ist Werloff. Tabo, hallo Stier. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast auf meinem YouTube-Channel. Falls du das erstmal bei mir bist, hi, ich bin Martina, ich lege hier Tarot für dich. Normalerweise mache ich Monats-Readings und die sind dann auch dementsprechend ein bisschen länger. Ich habe vor ein oder zwei Wochen bei Insta und hier bei YouTube bekannt gegeben, dass ich diese Woche, also Ende dieser Woche, in den Urlaub fahre. Das hatte dann mit sich gebracht, dass einige Buchungen reingekommen sind, also weil viele mich gerne noch vorm Urlaub sprechen wollen würden. Das hat mich total gefreut, aber es ist ja wie immer so im Leben, eins geht nur. Und deswegen bin ich ein bisschen am Bummeln gewesen, am Hinterherhängen mit diesen Readings. Jetzt habe ich hin und her überlegt, wie löse ich das jetzt, weil wenn du mich öfter schaust, weißt du, dass ich normalerweise hier längere Readings mache. Ich hatte jetzt die Wahl, entweder ich lasse es ausfallen, das wollte ich aber auch nicht, weil ich wollte auch nicht, dass alle Stiere und die ganzen fünf anderen Zeichen ganz auf ihr Video verzichten. Oder ich mache halt kürzere Videos. Und dann dachte ich mir, na gut, Kompromiss, kürzeres Video. Also Stier, du bekommst jetzt zumindest für die zweite Hälfte Mai 2024 deine Botschaft von mir. Und im Juni geht es wie gehabt weiter mit den längeren Videos. Freue ich mich auf dich, wenn du dann wieder zuschaltest. Okay, Stier. Also, ich habe mich schon mit deiner Energie verbunden. Ich habe mich gereicht und geklärt. Beim Vorschaffeln ist der Turm rausgefallen. Beim Turm geht es darum, dass Strukturen zusammenbrechen, die nicht mehr funktionieren. Also alles, was, also das sind so Situationen in unserem Leben. Da geht es darum. Ach ja, ich habe vergessen zu sagen, schau dir auch gerne deine anderen Platzierungen an. Und auch sehr willkommen sind hier die lieben Course-Watcher. So, der Turm. Es geht darum, dass alte Strukturen zusammenbrechen, die dir nicht mehr dienen, deinem Umfeld nicht mehr dienen. Also vielleicht geht es darum, dass Dinge, die auf deinem Arbeitsverhältnis schon seit langem irgendwie gären und nicht so besonders toll sind, dass es nicht mehr tragbar ist. Vielleicht auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also wir gucken mal weiter. Ich nehme sie gleich mal wieder rein und gucke mal. Also ich nehme hier wahr, jetzt in der zweiten Hälfte Mai, für dich Stier, der Turm stürzt ein. Was bedeutet das mit dem Turmsturz für Stier? Ah, herrlich. Manche Stiere waren vielleicht in einer unbefriedigenden Situation, was die Liebe betrifft. Und zwar, also, es mag sein, dass du so ein bisschen zurückgezogen lebtest in der letzten Zeit, Stier. Es geht hier darum, guck mal, wir haben hier die Energien von der Jungfrau, von Krebs und von Krebs und Fische. Es mag sein, dass du in letzter Zeit, Stier, ein bisschen zurückgezogener von der Welt warst, also auch von deinen Freunden, vielleicht von deiner Partnerschaft, vielleicht von deiner Wunschpartnerschaft, dass du für dich selbst geguckt hast, ah ja, ich gucke jetzt, dass meine Dinge sich erfüllen, dass ich verbinde mich mit meiner Intuition und höre quasi auf mein Bauchgefühl oder auf meine Geistführer, was für mich der richtige Weg ist. Und dadurch, dass du in dieses Zurückziehen mit dem Eremit, vielleicht hast du in dem Rückzug auch was geheilt, vielleicht auch für deine Seelenverbindung, kommt jetzt für dich neu rein, dass das Universum dir einen neuen Kelch darreicht. Also es kommt darauf an, wie du es halt für dich deuten möchtest, ob das jetzt auf Arbeit ist oder auf Love, musst du gucken. Aber egal, wohin du jetzt schaust, ne, das, was dir, also dadurch, dass du jetzt in deinem Rückzug als Eremit was geheilt hast, Stier, verändert sich die Gesamtsituation für dich. Du hast dich zurückgezogen, du hast deiner Intuition getraut. Und ich glaube, dass das, was du jetzt getan hast, sich im Sommer, vielleicht zeitlich gesehen im August, manifestieren wird. Und das wird dir das größte Glück überhaupt darbieten, dass es sich manifestiert. Okay, gucken wir mal. Wie geht es hier weiter für Stier? Ja, du verlässt eine Situation, die dir nicht mehr dient. Du kommst in deine Gefühle oder du hast mit einem Wasserzeichen zu tun, Stier, also mit einem Fische, Skorpion, Krebs, der dir zur Seite steht bei deinem Vorhaben. Ja, und ja, du konzentrierst dich auf das, was dir wichtig ist,
freust dich über das bereits Erreichte, aber irgendwas fehlt dir noch zu deinem Glück. Also zu deinen 10 der Münzen fehlt dir was. Also du weißt schon, dass du was verändern darfst und Situationen, die nicht mehr dienen, auch mit dem Turm oder nach dem Turm insbesondere, verlassen darfst. Und wenn es sich hier nicht um eine Person des Wassers handelt, dann bist das du, die nicht nur super mit der Intuition verbunden ist, Stier, sondern auch mit deinen eigenen Gefühlen, mit deiner eigenen Gefühlswelt als König der Kelche. Auch wenn du eine Frau bist, die mir zuguckt. Ihr wisst, auf diesem Channel lesen wir immer keine Geschlechter, sondern Energien. Und ich habe das Gefühl, du verlässt eine Situation, die dir nicht mehr dient, nach diesem Turmsturz. Und es geht dabei aber darum, in den eigenen Gefühlen zu sein, zu den eigenen Gefühlen zu stehen. Jedoch bist du auch so, dass du sagst, ja, das ist all das, was ich will, aber irgendwie, und ich habe auch schon echt viel erreicht, aber es sind noch nicht 10 der Münzen, ne? Es sind 9 der Münzen. Die habe ich mir selbst erwirtschaftet. Ich habe aber das Gefühl, es geht hier bei dir darum, Stier, du willst diese 10 der Münzen, dieses, ja, zu Englisch, dieses Happy Ever After, diese Verlässlichkeit. Also sei es jetzt ein Job, der dich erfüllt oder die Partnerschaft, die dich erfüllt. Wenn du schon verpartnert bist, geht es darum, dass du die gemeinsame Stabilität sichern möchtest mit diesem Partner, Partnerin. Dass da auch noch nicht die 10 der Münzen da sind. Ne? Oder dass du vielleicht noch eine weitere Münze an den Tag bringst. Also zum Beispiel 9 der Münzen plus Ass der Münzen sind ja 10. Und vielleicht, wenn du jetzt deinem Partner, deiner Partnerin und dir zu mehr Wohlstand verhelfen möchtest, kannst du ja mit dem Ass der Münzen zum Beispiel auch eine Selbstständigkeit beginnen und dann dadurch mehr Reichtum erwirtschaften. Du verstehst, wie du von 9 zu 10 der Münzen kommst. Rate Schicksals auf der Rückseite des Decks. Ja, ja. Ich habe es gerade gesagt. Ich habe es gerade gesagt, das Ass der Münzen. Es geht hier darum, egal auf was du jetzt schaust, ob auf Liebe oder auf Stabilität, also monetäre, dir fehlt noch eine Münze, also ein Ass der Münzen dafür, dass du das erreichst, was du dir am meisten gewünscht hast. Ja, und das kommt dadurch, dass dieser Turm einkracht. Und erstmal sieht das erstmal aus für dich wie, oh mein Gott, Turmsturz, alles schlecht, um Gottes Willen, das wollte ich alles gar nicht. Aber glaube mir, dieser Turm, der passiert, der bringt dich dahin, wo du hin willst. Nämlich zu dieser 10 der Münzen Wunscherfüllung, ist schicksalhaft, Rad Schicksals, Fische und Schütze Energie. Stier, wie geht das hier aus? Ja, es geht hier darum, interessant, es geht darum, du als Herrscherin, auch wenn du ein Mann bist, der mir zuschaut, bei der Herrscherin geht es darum, etwas Neues entstehen zu lassen, wachsen und gedeihen zu lassen. Sie ist ja auch in diesem Deck und auch im klassischen Deck ist sie schwanger. Es geht darum, etwas wachsen und gedeihen zu lassen, was du dir für dich wünschst, was du dir für dein Umfeld wünschst oder Partner, Partnerin oder einen tollen Job, wo du dich drauf verlassen kannst, der dir die Stabilität gibt und halt auch dementsprechend viel Geld, also dementsprechend also Energieausgleich. Erstmal, bevor diese 10 der Münzen eintreten, weil du kriegst ja noch deinen Ass der Münzen und hast dann dadurch 10, dürfen noch Themen bei dir aufgearbeitet werden, Stier, die noch in der Vergangenheit liegen. Vielleicht hast du hier auch mit einem Seelenpartner zu tun, also Past Life Romance, eine Person, mit der du von früher schon verbunden bist. Und dass dann noch, bevor diese Einheit jetzt passieren kann, diese finale Einheit, die ja die 10 der Münzen bedeuten würde, dass dann noch Altlasten geheilt werden dürfen. Aber die gute Nachricht ist, oder auch wenn das jetzt, wenn du jetzt hier auf eine Beziehung schaust oder auf ein Arbeitsverhältnis ganz normaler Natur, dann kannst du auch für dich wissen, da geht es auch darum, etwas Altes zu heilen. Wer auch immer mit dir diesen Weg beschreitet, ist aber gewillt, mit dir zusammenzuarbeiten, also Teamwork mit dir zu vollziehen, um das gemeinsame Ziel, nämlich diese 10 der Münzen, das, was du dir am meisten gewünscht hast, zu erreichen. Und es geht vorwärts, Krebsenergie, schnellste Energie im ganzen Deck, der Wagen. Also es wird sich, du hast hier so viel große Arkana, es wird sich auf jeden Fall manifestieren. Also hab bitte keine Angst vor diesem Turmsturz, denn
der bringt dich in deine Herrscherin-Energie. Und das finde ich ist ein mega Reading. Auch wenn es nur ein kurzes Reading jetzt war, ist eine mega schöne Botschaft für dich, Stier. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über dein Like, dein Abo, dein Kommentar. Teile dieses Video sehr gerne mit allen, die Law of Tarot kennen sollten. Persönliche Legungen, Channelings, Soul Talks, meine zwei Coaching-Programme, Seelenpartner-Coaching und Self-Love-Pathway, da geht es um die Selbstliebe und dadurch, wie du in deinen Selbstwert, in dein Selbstbewusstsein kommst, könnt ihr wieder buchen ab dem 27.05., wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Ich freue mich sehr auf euch. Geht da schon mal gerne schauen, denn die ersten buchen schon für die letzte Woche Mai. Ich freue mich. Ach, herrlich. Okay. Vielen lieben Dank wieder für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, sage ich euch, mögen wir uns wiedersehen. Bye!